Es ist Sonntag und wir sind wieder da. Salut, ça va. Mit Rodrigo und Maximilian Guten Tag. aus dem Keller. Das hat sich gereimt. Aus Maxis Aus Keller. Maxis Keller, ja. So, heutiges Thema. Da sitze ich hier mit zwei Experten. Sorry. Macht er oft, ne? Hast du mal die Interviews gehört? Ja, Teilweise dreimal in einem Satz. aber früher hast du gar nicht so viel M gesagt. Hast du dir eigentlich das mit Thalma Jentjens nochmal angehört, wo ich Nein. meinte, achte mal drauf? Solltest du mal Hast du machen. nicht mitgemacht, ne? Heutiges Thema. Ist mir vorhin auch schon wieder aufgefallen. Heutiges Thema Macht, die Macht der Gewohnheiten. Und da habe ich zwei Experten neben mir sitzen. Zu meiner linken Seite den Rodrigo und zu meiner rechten Seite den Maximilian. Ja. Und daher würde ich euch gerne heute die Frage stellen: Wie habt ihr die Macht der Gewohnheit in eurem Leben impliziert? Also, bleibt dran. Vorweg, was es impliziert. Are you listening? Damn. Also, Jungs, wer möchte anfangen? Wie wichtig sind Gewohnheiten? Wie habt ihr sie in euer Leben eingebaut? Woran merkt ihr, dass ihr Gewohnheiten habt? Und Ich fange mit der. sind sie hilfreich? Fang du erst mal an, damit Rodrigo überhaupt eine Grundlage hat, worauf er dann antworten kann. Genau. Ich will eigentlich mit der dritten Frage anfangen. Das war, in dem Moment dachte ich, Ja, Scheiße, da steige ich ein. Jetzt weiß ich nicht mehr, was das dritte war. aber ich stelle die Fragen auch so merkwürdig. Ja, Wie, ja, und dann auch immer Gewohnheiten. mit mega langen Pausen dazwischen. Ich glaube, die dritte Frage war, wie du gemerkt hast, dass du Worüber willst du eigentlich genau Ja, reden? Über genau. Gewohnheiten, wie sie sich. Ob man sie Oh, einbaut oder wie sie sich einschleicht. du haust uns schon wieder raus. Einfach Alles. Gewohnheiten. Ja, ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. Woran ich merke, dass sich überhaupt Gewohnheiten gebildet haben. Und zwar merke ich das daran, dass ich über gewisse Entscheidungen nicht mehr nachdenken muss. Es wird nicht entschieden, gehe ich zum Sport, sondern, also ich muss nicht mich fragen, gehe ich hin oder gehe ich nicht. Ich muss mich nur noch fragen, welche Uhrzeit, wann passt es am besten in meinen Tagesplan. Das sind so Dinge, die auf Autopilot laufen, die keine Entscheidungskraft mehr wegnehmen. Und ja, die werden einfach gemacht, ohne Diskussion. Und bei mir ist es halt eben Sport und ich würde jedem dazu raten, eine Gewohnheit in Sachen Sport aufzubauen, weil das das Beste ist, was man machen kann. Hast du diese Gewohnheit auch beim Thema Ernährung? Beim Thema Ernährung habe ich sie auch. Also ich bin ein extremes Gewohnheitstier. Ich liebe es, immer zur gleichen Uhrzeit zu essen, am besten die gleichen Dinge, am besten in der gleichen Menge, einfach über nichts mehr nachdenken zu müssen. Es läuft einfach so auf Autopilot. Also natürlich gibt es Tage, wo ich auch wo nicht alles auf Autopilot läuft, aber so wichtig finde ich ist der Alltag, dass da immer alles ähnlich läuft. Viele Leute stört das natürlich, die wollen nicht die gleichen Sachen essen, die finden es langweilig, wenn alles gleich ist, aber ich sehe das ganz anders, ich sehe das als effizient an. Ja, Dinge, über die du nicht nachdenken musst, die klauen dir keine Energie. Und wie ich von Matthew Mockridge gelernt habe in seinem Podcast, die Entscheidungskraft ist endlich. Also du hast nicht unendlich viele Entscheidungen am Tag. Du hast vielleicht, weiß ich, 5000 Entscheidungen oder so. Und je mehr du davon für unnötige Dinge verbrauchst, die du im Alltag eigentlich auch auf Autopilot hättest laufen lassen können, ja, die sind dann weg. Und wenn du abends noch eine sinnvolle Entscheidung treffen musst, aber du hast morgens 20 Mal überlegt, welches T-Shirt du anziehen möchtest, du hast 20 Mal überlegt, esse ich das Müsli, esse ich lieber eine Banane, mache ich mir Pancakes, mache ich ein Omelett, dann hast du mittags noch 100 Mal überlegt, was du isst. Esse ich jetzt Reis, esse ich Nudeln, esse ich Kartoffeln, gehe ich zum Sport, gehe ich nicht, hast das eine halbe Stunde mit dir ausdiskutiert. Erstens klaut das extrem viel Zeit und halt, wie gesagt, diese Entscheidungskraft. Okay, dann würde mich jetzt mal interessieren, was tust du dafür, um diese Gewohnheiten in dein Leben einzubetten? Du musst dich erstmal fragen, welche Gewohnheiten möchte ich haben und welchen Vorteil habe ich davon. Das fing natürlich schon ein bisschen früher an mit dem Sport. Ich möchte Sport machen, weil es mir erstens gut tut, weil ich mich besser fühle, weil ich dünner werde, weil ich Muskeln aufbaue, weil ich besser aussehe, weil ich Selbstbewusstsein kriege. Diese ganzen Vorteile solltest du dir erstmal aufführen, damit du überhaupt den Willen hast, diese Gewohnheit zu integrieren. Und dann hilft es nur, sie einfach zu machen. Und dann
bringt es nichts, wenn ich irgendwie am 1. Januar 2017 dann für 2 Wochen zum Sport gehe, weil nach 2 Wochen hast du noch keine Gewohnheit integriert. Du musst es schon länger durchhalten. Also Matthew Mockridge sagt immer, 66 Tage braucht eine Gewohnheit, bis sie integriert ist. Und stimmt, ja, so lange musst du es halt durchhalten. Und 66 Tage, das sind ein bisschen mehr als 2 Monate, das sind nicht 2 Wochen. Und genau deswegen, weil die ganzen Menschen es nicht so lange durchhalten, sind die Fitnessstudios am Anfang des Jahres so voll und dann irgendwann nicht mehr. Weil nur diejenigen, die es wirklich mindestens 2 Monate machen, die füllen wirklich die Fitnessstudios dann auch langfristig auf und alle anderen hören halt frühzeitig auf. Aber da sehe ich die Ursache dann wieder in dem ersten Punkt, den ich genannt habe, dass du dir nicht bewusst gemacht hast, warum möchte ich diese Gewohnheit integrieren? Weil wenn du den Sinn nicht siehst oder nicht dringend genug abnehmen möchtest oder Muskeln aufbauen, dann hast du nicht die Motivation und dann wirst du es nicht langfristig durchhalten. Aber das Coole ist, wenn du diese schwierige Phase, diese ersten 2 Monate überstanden hast, wo man definitiv nicht jeden Tag Bock hat, wo man sich auch an Tagen antreiben muss, egal ob es Sport ist oder nicht, es kann auch irgendeine andere Gewohnheit sein, wo du dich dazu antreiben musst, die durchzuführen. Mhm. Wenn du diesen Berg quasi einmal erklommen hast, dann geht es halt automatisch. Das ist wie wenn du einen Fels irgendwie einen Berg hochschiebst und wenn du einmal oben bist, dann rollt er von alleine runter. Das ist der Autopilot, aber, den ich meinte. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es bei vielen Menschen auch immer so, ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Menschen auch immer so eine Sisyphus-Arbeit ist, die dann immer wieder diesen Stein hochrollen und dieser Stein dann teilweise immer wieder zurückrollt, weißt ja, du? Ja, genau. Du bist doch das beste Beispiel. Du gehst mal einen Monat zum Sport, hast den Stein schon halb hochgerollt. Und dann, weiß nicht, wirst du krank oder Roddy muss früh arbeiten und dann könnt ihr nicht zusammengehen und dann rollt der Stein Stück für Stück wieder runter und dann gehst du eine Woche später oder einen Monat später wieder hin und fängst wieder von ganz unten an, das Ding hochzuräumen. Wie du sagen könnte, das ist auch eine Gewohnheit. Genau, das ist nämlich das Schlimme, das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Ja, es gibt natürlich eine Gewohnheit, mit ihm zusammen zum Sport zu gehen. Aber es gibt auch, was ich dazu sagen will, ist, dass es auch beschissene Gewohnheiten gibt. Ja. Okay. Jeder hat Gewohnheiten, entweder gute oder schlechte. Du musst dich nur entscheiden, welche du integrieren willst. Und das Problem ist, die schlechten Gewohnheiten sind wir uns meistens nicht bewusst. Oder wollen es nicht. Ja, ich glaube, viele denken darüber nicht nach. Ja, meine ich. Ja. Das ist ja, geht nee, das ist ja was anderes. Nicht wollen und nicht drüber nachdenken sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe. Deswegen wollte ich ja eben gerade noch ansprechen, worauf er genau hinaus will. Zum Beispiel merke ich bei mir eine Gewohnheit. Zum Beispiel, ich esse jetzt, das passiert ganz schnell, ich esse jetzt zum Beispiel morgens meine Haferflocken nicht. Ja. Und habe ich schon die Erfahrung mitgemacht, ich habe die abgesetzt sozusagen. Mhm. Und eines Morgens dachte ich mir, okay, gut, was kann ich jetzt essen? Ich habe Hunger, schnell, ich mache mir die Haferflocken. Ja. Und am nächsten Tag denke ich, was mache ich mir schnell? Ich mache mir die Haferflocken. Ja, und bevor ich mich versehen habe, bin ich in dieser Gewohnheit so, wisst ihr, okay, ich esse morgens meine Haferflocken wieder. Weil diese Gewohnheit so, ich weiß ganz genau, wie dieser Ablauf ist, pop, 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 fertig. Und da habe ich wieder diese Gewohnheit drin. Und da immer frage ich mich, warum esse ich eigentlich wieder jeden Morgen Haferflocken? Ja, und das passiert so unbewusst. Auch noch ein kurzes Beispiel, bevor du was sagst, Johnny. Wenn man seinen Trainingsplan umstellen muss, man möchte unbedingt diese eine Übung integrieren, dann machst du es 2, 3, 4 Mal und irgendwann denkst du nicht dran. Ja. Und dann nach ein paar Wochen fällt dir jetzt wieder auf, fuck, wollte ich nicht die Übung eigentlich integrieren? Irgendwie ist es doch, habe ich es doch wieder vergessen. Ja, sowas passiert mir auch öfters. Ja. Aber ist es zum Beispiel für dich, Rodrigo, nicht auch wesentlich schwieriger, jetzt gerade, wo du beispielsweise auch Maxis Ernährungstipp da angenommen hast und jetzt erst mit dem Fasten funktionierst, da musst du dich jetzt auch umstellen und in eine neue Gewohnheit reinrutschen. Aber genau da habe ich ja schon eine gefunden. Und zwar? Also erstmal ist es was anderes in dem Sinne, weil er mir ungefähr die Vorgaben gegeben hat. Mhm. Also es ist dann einfach, es umzusetzen, weil ich ja nicht drüber nachdenken muss. Ja. Und dann habe ich mir einfach zur Gewohnheit morgens gemacht, ich trinke einen Kaffee, nehme die BCAAs. So, und meine Snacks sind auch schon wie eine Gewohnheit. Ich hole den Magerquark, ich hole mir die Blaubeeren, ich hole mir die Erdbeeren und sei es gefroren frisch, das ist mein Ritual, das ist eine Gewohnheit. Guck, immer die gleichen Sachen, immer die gleiche Uhrzeit. Damit ne? damit ich nicht drüber nachdenken muss, am nächsten Tag, oh, was kann ich jetzt essen, sondern einfach papapap, fertig. Es ist dann wie eine Gewohnheit. Morgens stehe ich auf und weiß ganz genau, ich muss nicht frühstücken, ich muss nur meine Tupperdose nehmen und das zusammenwerfen, weil ich abends keine Lust habe, das zu machen. Und einen Kaffee trinken. Und dann gehe ich zur Arbeit. Gewohnt um dieselbe Uhrzeit raus. Ja, das ist wie das Zähneputzen. Das ist ja auch eine Gewohnheit, oder nicht? Also ja, abends klar. Vom Schlafen. Da denkst du auch nicht mehr drüber nach. Denkst du, ich muss ins Bett, bin auf der Couch eingeschlafen. Dann gehst du ja auch eigentlich nicht ins Bett. Also ich zumindest nicht. Und sag, gut, ich bin schon am Schlafen. Dann putze ich halt die Zähne morgen früh. Nein, dann gehe ich trotzdem auf die Toilette, ins Bad, putze mir die Zähne und gehe ins Bett. Weil das eine Gewohnheit ist.
Ich komme nach Hause abends um 3-4 Uhr morgens am Wochenende, selbst wenn ich mal ein Gläschen mir genehmigt habe, aber trotzdem putze ich mir die Zähne, bevor ich ins Bett. Hast du dann beispielsweise Momente, wo du sagst, da kannst du deine Gewohnheiten nicht wirklich, wie soll ich sagen, da kannst du deine Gewohnheiten nicht wirklich ausleben? Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Frühschicht oder du arbeitest ja in Schicht zum Beispiel, da stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, die Gewohnheiten beizubehalten, wenn du in der einen Woche die Gewohnheit hast, oder musst du quasi für jede Woche eine neue Gewohnheit erschaffen? Das ist ja, es wäre so, wenn er ja jede Woche einen anderen Zeitplan wäre, aber es ist ja eine Woche spät, eine Woche früh, und deswegen habe ich die Gewohnheiten in der Frühschichtwoche habe ich meine Gewohnheiten, und in der Spätschichtwoche habe ich dafür die anderen Gewohnheiten, okay, für die Uhrzeit. Aber im Prinzip sind es halbwegs dieselben Gewohnheiten, nur zeitversetzt. Was wolltest du fragen, Maxi? Weiß nicht mehr. Nee, ich war nicht so wichtig. Ja, genau, mit den Gewohnheiten, gerade bei der Ernährung, hast du es ja auch ganz schnell, dass du dir dann schlechte Gewohnheiten aneignest, indem du zum Beispiel mal sagst, eigentlich wollte ich jetzt vorkochen, aber keine Lust. Ja. Kaufe ich mir einfach was zu essen, einen Döner als Beispiel. Mhm. So, in dem Moment sagst du dir vielleicht, gut, das ist jetzt nur eine Ausnahme, aber dadurch, dass du das gemacht hast, wirst du wahrscheinlich das nächste Mal, vielleicht nicht direkt am nächsten Tag, aber sobald du in dieser Situation wieder bist, wird dein Kopf wissen, ach so, ich habe es mir leicht gemacht, egal, wenn es drauf ankommt, hole ich mir nochmal den Döner. Das machst du zweimal, und irgendwann ist es normal. Du denkst vielleicht drüber nach, dass du es nicht machen willst, aber du bist schon in der Gewohnheit, dass du das machen kannst, und dann bist du da drinnen. Ne? Oder? Ich frage mich nur, warum du immer wieder das Glas direkt neben dem Mikro auf den Tisch knallst. Oh, Verzeihung. Und warum Roddy leise trinken kann und du immer schläfst. Ja. Nee, aber also ich war am Wochenende halt bei Christian Bischoff auf einem Seminar, und der hat auch ein Beispiel, oder das war das Gesetz der Minimalkonstanz. Wer ist denn Christian Bischoff nochmal? Der hat auch einen Podcast. Wie heißt er? Der Podcast heißt, die Kunst, dein Ding zu machen, glaube ich, weiß nicht. Okay. Ist auf jeden Fall die ganze Zeit Nummer 1 in den Overall-Charts und so. Naja, auf jeden Fall könnt ihr mal reinkommen, hören, ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Und zwar, das Gesetz der Minimalkonstanz sagt einfach, dass du gewisse Dinge, die du über einen langen Zeitraum nur minimal jeden Tag ausführst, die haben den allergrößten Einfluss auf dein Leben langfristig gesehen. Und er nennt, da gab es auch schon eine Podcast-Folge von ihm drüber, er nennt da das Beispiel jemand, der jeden Tag 10 Euro oder weiß nicht wie viel, 5 Euro spart, und jemand, der jeden Tag 5 Euro für irgendeinen Scheiß ausgibt, zum Beispiel irgendwie ein Schokoriegel an der Tanke oder was weiß ich. Und der gleichzeitig bei der Arbeit, weiß nicht, 5 Kunden mehr anruft, und der andere geht halt 10 Minuten früher nach Hause, ruft 5 Kunden weniger an. Der andere hört jeden Tag eine halbe Stunde Podcast, und der andere hört halt eine halbe Stunde Radio. Das macht vielleicht in einem halben Jahr keinen großen Unterschied. Das macht, ach ja, ich habe noch das Kalorienbeispiel vergessen. Der eine isst jeden Tag 50 Kalorien zu viel, der andere jeden Tag 50 Kalorien zu wenig. Das macht vielleicht über ein halbes Jahr keinen großen Unterschied. Das wirst du vielleicht auch nach einem Jahr noch nicht so unbedingt sehen. Aber nach 5 Jahren, nach 10 Jahren hat der eine, weiß nicht wie viel, 10.000 Euro mehr gespart, während der andere diese 10.000 Euro ausgegeben hat. Der andere hat sich so und so viele Stunden mit Weiterbildung und Podcast beschäftigt, während der andere sich so und so viele Stunden Radio reingeknallt hat. Der andere hat wahrscheinlich 10, 15 Kilo abgenommen, während der andere jetzt 10 bis 15 Kilo Übergewicht hat. Das ist halt das Gesetz der Minimalkonstanz, und ja, das Gesetz der Minimalkonstanz sind eigentlich Gewohnheiten. Kleine Dinge, die du über einen langen Zeitraum tust, die dein Leben nicht von heute auf morgen positiv beeinflussen, aber über einen lang gesehenen Zeitraum schon. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich geiles Beispiel. Also kann man das quasi auf alles beziehen. Ja. Also Leben, Liebe, Freizeit, Hobby, Business, auf alles. Sport. Gerade alles. Beim Sport, bei unserem Sport ist es genau passend. Ja, mach jeden. Du gehst jeden Tag ins Fitnessstudio und siehst vielleicht an den Tag die Erfolge nicht. Aber wenn du es über Jahre machst, mach jeden Tag eine Übung mehr als der andere. Führt irgendwann kein Weg dran vorbei, dass du da. Könnte man so weit gehen und sagen, dass Gewohnheit auch ein anderes Wort für Disziplin oder Fokus ist? Nein. Kommt drauf an, welche Gewohnheit du dir aneignest. Also in welche Richtung du, wie Jeff vorhin schon gesagt hat, welche Gewohnheiten du, also du dir aneignest und welches Ziel. Aber wenn du jetzt schlechte Gewohnheiten hast, ist es ja kein Disziplin. Die Frage ist auch, sehe ich Disziplin als was Gutes oder als was Schlechtes an? Für viele, wenn sie das Wort Disziplin hören, dann grault es ihnen sofort. Ja, das klingt so streng. Ich finde, Disziplin ist was sehr, sehr Positives, weil das
dich viel schneller an dein Ziel bringt, was auch immer dein Ziel ist. Also ich beschäftige mich ja momentan mit der buddhistischen Lehre, das weißt du ja, Maxi. Und dort ist es ja so, dass man sagt, die glücklichsten Menschen sind die Menschen, die weitestgehend im Flow bleiben. Ja. Das habe ich dir letztens, glaube ich, schon mal erzählt gehabt. Und mit im Flow bleiben meinen sie, dass du in einen tranceähnlichen Zustand gerätst, wo alles sozusagen dir automatisch gelingt. Und durch dieses automatische Gelingen bist du in einem Glückszustand, wo du Glückshormone ausschüttest, dich gesundheitlich am wohlsten fühlst und wo du halt am weitesten mitkommst. Also ich sag mal so, als Beispiel dazu hatte ich mal eine Folge gesehen, da ging es um einen Sushi-Meister und dieser Sushi-Meister hat gesagt, er ist über die Jahre besser geworden, weil er jeden Tag dasselbe gemacht hat. 70 Jahre lang, sein selbes Sushi. Und jetzt ist er der Meister seines Könnens und ist der einzige Sushi-Typ weltweit in Japan, der 3 Michelin-Sterne hat. Die Story hatten wir letztes Mal schon hier im Podcast. Hatten wir? Ja. Ja, die Sushi-Story hast du. Den Sushi hatten wir hier auf jeden Fall schon auf dem Tisch. Naja, jedenfalls, und jetzt momentan beschäftige ich mich halt mit dieser buddhistischen Lehre und da ist mir das natürlich auch nochmal mit bewusst geworden. Also im Grunde genommen, Disziplin, Fokus. Habe ich nicht kommen sehen, dass es so laut ist. Disziplin, Fokus oder halt Gewohnheit, kann man ja, oder man kann die Gewohnheit ja auch so gesehen als Flow bezeichnen, oder nicht? Ja, klar. Also die, natürlich die ist positive Flow. Gewohnheit schon. Vor allem dadurch, dass es eine Gewohnheit ist und du nicht mehr drüber nachdenken musst. Warte, ganz negativ kurz. Ist auch Flow. Ja, okay. Alle Gewohnheiten sind Flow, weil dadurch, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst, ist es wieder Flow-Zustand, dass es dir alles quasi so zufliegt, so sinnbildlich gesprochen. Genau. Du bist wie so in einem Rausch, weißt du? Du weißt ganz genau, ich muss mich beeilen, ich gehe jetzt zum Sport, ich ziehe meinen Sport durch, ich bin in diesem Rausch drin, weißt du, Kopfhörer drauf meinetwegen oder was auch immer, gehst weg, weißt du? Du bist die ganze Zeit in diesem Rauschmodus. Das ist dieser Flow, von dem man spricht im Buddhismus. Ja. So, und das fand ich halt so krass. Und deswegen frage ich mich jetzt gerade, könnte man das damit gleichsetzen? Ja, mir fällt auch noch dieser Bruce Lee-Spruch ein. Welcher? Ich habe nicht Respekt vor dem Typen, der 10.000 verschiedene Kicks beherrscht, sondern vor dem einen Typen, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Ja. Jeden Tag einmal, zweimal oder wie viel auch immer. Das ist letztendlich auch Gewohnheit. Und nur so wirst du ein Experte in etwas. Deswegen die Macht der Gewohnheit, ne? Oder andererseits, die Macht der Gewohnheit und dann halt mit dieser Gewohnheit im Flow bleiben, denke ich mal. Das ist so das Entscheidende. Was habt ihr noch für Beispiele? Was fällt euch noch so ein? Weil jetzt auf euer eigenes Leben nochmal so. Auf mich reflektierend, ja. Ich habe halt neuerdings eine Gewohnheit, also eine Uhrzeit. Egal, ob ich was zu tun habe oder nicht, ich stehe jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf. Stimmt, das hast du erzählt. Du machst auch in dieser Tadeus-Geschichte damit 5:50 Uhr aufstehen, ne? 5:30 Uhr. Warum 5:50 Uhr? Weiß ich nicht. Es fiel mir jetzt gerade so ein. Ich weiß auch nicht, wie der Typ im Nachnamen heißt. Tadeus. Koroma. Ist auch scheißegal, um wie viel Uhr. Aber jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufstehen, egal, ob du was zu tun hast oder nicht. Einfach um einen gewissen Rhythmus reinzukriegen. Jeden Tag starte ich mit der gleichen Morgenroutine, jeden Morgen lese ich eine Stunde und jeden Tag eine Stunde zu lesen, über ein Jahr sind es 365 Stunden. Weißt du, wie viele Bücher ich dann geschafft habe? Das kannst du allein ausgerechnet. Wie viel mehr Wissen? Ich hab hier einen Taschenrechner. und wieso machst du das? Was bringt dir das? Also jetzt nicht negativ gefragt, sondern was bringt dir das letzten Endes? Ist das dieses Minimalprinzip, was du da vorhin gesagt hast? Nee, es ist mehr als das. Sondern? Also doch, das spielt da natürlich auch mit rein, aber ich glaube, Gewohnheiten zu integrieren, also ich kann jetzt sagen, ich möchte mich weiterbilden, also ich habe das Ziel, mich weiterzubilden und ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder bei einem langfristigen Zeitraum jeden Tag eine Stunde lesen, ich kann aber auch übermotiviert rangehen und jede Woche 3 Bücher lesen. Mhm. Was halte ich langfristig durch, was bringt mir auf lange Sicht gesehen mehr Wissen quasi, mehr Weiterbildung. Es sind nicht diese 3 Bücher eine Woche, was ich dann 4 Wochen durchziehe, wo ich 12 Bücher gelesen habe, sondern es ist jeden Tag eine Stunde über 3, 4, 5 Jahre und dann habe ich 30 Bücher gelesen, 40 Bücher, 50 Bücher. Aber dafür hast du die wahrscheinlich auch viel besser verinnerlicht. Ja, das kommt auch noch dazu. Wenn ich jeden Tag 8 Stunden lese, dann kann ich das gar nicht alles aufnehmen. Und wenn ich mir nur eine Stunde nehme und dann die wichtigsten Punkte nochmal drüber nachdenke, dann bleibt es viel eher hängen. Weil wenn du dich dafür echt interessierst und liest eine Stunde und das auch echt interessant findest, dann beschäftigst du dich auch wahrscheinlich noch
ein bisschen über den Tag verteilt mit dem, was du gelesen hast. Ja. Und jetzt versuchst in 3 Wochen oder in einer Woche 3 Bücher zu lesen, dann wirst du wahrscheinlich am Ende gar nicht mehr, also wenn es ähnliche Themen sind, wahrscheinlich gar nicht mehr zuordnen können, was du da wahrscheinlich bringst, das alles durcheinander. Es wird dann auch zu einer Qual, so nach 3, 4, 5 Stunden denkt man sich, oh fuck, noch 2, 3 Stunden, noch so und so viele Seiten und ich habe keinen Bock mehr. Und nach einer Stunde, die geht relativ schnell um und du freust dich schon, morgen weiterlesen zu können, weil das gerade ein spannendes Thema ist zum Beispiel. Es ist so künstliche Verknappung, könnte man das nennen. Okay. Ja, also deswegen Sache. Gewohnheiten. Aber um 5.30 Uhr, das ist schon hart, ey. Sagst du, du stehst doch voll oft um 4 auf. Ja, muss ich ja. Also so 6.30 Uhr würde ich noch sagen. Aber 5.30 Uhr ist geil. Das ist auch scheißegal. Für mich ist jeder Tag gleich. Eine Zeit lang habe ich das doch auch mal gemacht. Was ich nicht mag, ist das, wenn man aufsteht, also im Sommer ja, aber ich, in der Winterzeit jetzt ist es ja um 5.30 Uhr auch noch dunkel. Ja, es wird erst so um 8 oder so hell oder 7 Uhr. Jetzt mittlerweile gegen 7 schon. Okay. Das kann ich dir ja sagen, weil ich erst schon um 5 Uhr bin. Ich habe immer noch die Rollos zu, deswegen keine Ahnung. Deswegen, nee, ich brauche das, ich merke das halt auch extrem. Ich liebe das, wenn ich wach werde und es ist hell. Ja, ich weiß nicht, das ist alles Kopfsache, mir ist das so scheißegal. Nein. Roddy, was hast du denn noch für Gewohnheiten, von denen du vielleicht erzählen könntest? Mir ist das gar nicht bewusst. Also er hat schon alle genannt, die man dann so hat. Also das mit dem Sport. Die er hat, also ja, ich habe gesehen, bei mir ja auch ähnlich. Okay, das wissen wir ja nicht. Also das müsstest du ja eigentlich am besten. Ich weiß es, aber die Zuhörer wissen es ja nicht, deswegen frage ich ja nochmal. Ich habe auch meine Routinen und Gewohnheiten aufgebaut. Du hast mich ja vorhin schon gefragt, gerade mit der Arbeit. Wie zum Beispiel nach der Arbeit direkt zum Sport. Das brauche ich einfach. Ist wie eine Gewohnheit, wenn ich teilweise nochmal nach Hause fahre oder so, dann komme ich einfach meistens dann nicht mehr richtig dazu, weil es ist eine Gewohnheit. Ja. Der Körper weiß ganz genau, nach der Arbeit geht's, etwas später halt nicht mehr richtig. Ja. Oder morgens, wenn ich Spätschicht habe, halt vor der Arbeit nochmal zum Training. Auch eine Gewohnheit. Wenn ich es meinen Tag nicht mache, ist es vielleicht okay, wenn ich es mir bewusst bin, warum nicht. Wenn ich gesagt habe, okay, heute lasse ich es ausfallen. Aber sobald ich 1, 2 Tage und ungeplant, also irgendwas dazwischen kam, dann kriege ich gleich wie so ein, es würde irgendwas fehlen. Aber mir fällt gerade ein. Ich meine, er kennt das wahrscheinlich gar nicht. Du musst es auf jeden Fall kennen. Du drehst wahrscheinlich sogar schon nur einen Tag. Ich kann auch mal eine Woche nicht trainieren, wenn es sein muss. Aber wenn ich das aber unbewusst, wenn ich zu einem Tag sage, ich gehe morgen zum Training und dann passiert irgendwas. Ich kriege einen Anruf, ja, kannst du morgen. Okay, gut, ist halt so. Ja. Ne? Und dann erst 1, 2 Tage, dann kriege ich das wie so ein innerlich, man fühlt sich einfach nicht mehr wohl. Da fehlt einfach was. Ja. Ich wollte irgendwas, ich wollte und muss und warum nicht? Was wolltest du sagen, Maxi? Erinnert ihr euch noch an die Urlaubsfolge, die wir damals gemacht haben, als du im Urlaub warst? Ja. Deswegen, guck mal, wenn man 2 Wochen im Urlaub ist und dann diese Gewohnheiten durchbrochen werden, dann finde ich, ist es richtig schwer, wieder reinzukommen. Es geht. Also ich finde, es geht, weil ich weiß, was du meinst, aber ich finde, wenn du im Urlaub, also wenn du weg warst, wenn du jetzt hier bist und das, na, die Gewohnheit ein bisschen schleifen lässt, dann klar, aber wenn du jetzt weg warst, dann ist es ja so, für mich, ich war weg, ganz anderer Ort, selbst wenn ich da vielleicht nur einmal trainiert habe und die Ernährung sowieso nicht gepasst, ist was anderes. Also sobald ich wieder zurück bin und mir das natürlich auch vornehme, dann musst du nur einmal wieder in diese Gewohnheiten einmal halbwegs rein und dann bist du ja wieder in deinen Alltag. Dann kommt das ja wieder zurück. Aber dieser Schritt muss kommen. Ja, pass auf. Ja klar, das meine ich. Du musst ja von vornherein aber mit der Einstellung gleich an die Sache gehen. Also sagen wir, du kommst am Samstag aus dem Urlaub zurück. Egal, aber wenn du es dann noch 2, 3 Tage schleifen lässt, dann hast du verloren. Genau, das wollte ich gerade sagen. Du musst aber dann dir sagen, gut, ich bin jetzt wieder zurück und es geht gleich los. Vielleicht nicht am Samstag, vielleicht nicht am Sonntag, aber Montag so gut wie möglich gleich. Also zumindest gleich zum Sport, gleich versuchen einkaufen zu gehen und dann gleich in diesen Flow wieder reinzukommen. Ja, pass auf. Ich finde so, ja, nächste Woche. Dann kommen wir wieder zu der Gewohnheit. Nächste Woche, egal. Ich war ja gestern nicht, also kommt es auf den Tag nicht mehr an und bevor du dich versehen hast, gehst du gar nicht mehr. Aber Rodrigo ist ein schlechtes Urlaubsbeispiel. Weil Rodrigo, seitdem ich ihn kenne, noch niemals woanders hingeflogen ist, in einem Sommerurlaub jetzt, außer nach Portugal, in das Dorf, wo er herkommt. Das weißt du gar nicht, wo ich in Portugal bin. Vor allem immer extrem lange, ne? So 3, 4 Wochen. Ja, genau. Aber verstehst du, das ist immer Portugal, weißt du, ich meine? Also du kannst jetzt nicht sagen, er ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Wochen lang irgendwie in Spanien oder in Griechenland oder sonst was gewesen, hat er jetzt nur, hier, ich bin immer an der Hotellandschaft oder sonst was, sondern er
macht ja sozusagen heimischen Urlaub. Weißt du, ja, ich meine, das ist die Gewohnheit wieder. Ja. Weißt du? Also von daher, ich glaube, den Urlaub, den du dir jetzt gerade im Kopf hast, mit hier Cocktail schlürfen und dies und das und jenes, jeden Tag am Pool liegen, weißt du, um Bierchen und zu festen Zeiten ans Buffet zu gehen, das hat er so nicht. Jetzt kann er sagen, du weißt doch gar nicht, wo ich unterwegs bin, ob ich abends saufen bin, aber das ist trotzdem was anderes, als wenn du die ganze Zeit zum Pool gehen kannst, zur Cocktailbar gehen kannst und zum Buffet gehen kannst. Also das ist ein anderer Urlaub. Das ist was anderes, was viel, viel schmerzhafter für deine Gewohnheiten ist, wenn du sowas da hast. So stelle ich mir das nur gerade vor. Ich spreche nicht von mir, aber so stelle ich mir das gerade vor, wenn Maxi davon spricht. Das ist totaler Quatsch, was du redest. Wieso? Für Maxi, das ist so ein totaler Quatsch. Wenn du zu Hause bei deiner Family bist, dann ist da deine Tante oder was auch immer. Du warst doch gar nicht da. Er denkt sich einfach irgendwas aus. Denke, das ist so geil. Die leben auf dem Land teilweise wahrscheinlich, weißt du? Du weißt doch gar nicht, erstmal weißt du gar nicht, wo ich da bin, wie es da ist und was ist wohl schwieriger. Eine Woche kurz Auszeit irgendwo an der Hotelbar. Dass Roddys Situation schwieriger ist. Du bist 3 Wochen, 4 Wochen weg. 4 Wochen raus aus deinem Alltag. 4 Wochen aus deinem normalen Alltag. Vor allem, du kriegst einen neuen Alltag. Ja. Und Hotelurlaub ist wirklich wie so eine andere Welt für eine Woche, aber dann tauchst du wieder in deine andere Welt ein. Aber dadurch, dass Roddy 3-4 Wochen weg ist, entwickelt sich da eine neue Welt mit neuen Gewohnheiten. Stell, du musst hier. Das ist so ein totaler Quatsch, ey. Das ist doch genau. Aber er hat keine Chicken Nuggets, keine Fertigpizza. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er sich. Brot, Käse, Bier, Wein. Das heißt ich gehe zu meinem Onkel, die grillen. Also hier, ich sag, ich muss aufpassen, wenn ich Sport. Oh, sag mal ruhig. Hier, trink, ess, friss, stirb. Ja, aber das ist. Ja, Bier, Wein, Käse hat Jesus auch alles zu sich genommen und jetzt? Ja, jetzt ist er tot. Er war noch nie mit mir in Urlaub, er weiß noch nicht mal, wie es da aussieht, er weiß ja gar nicht, wo ich da überall lag, aber denkt sich einfach einen ganzen Scheiß aus. Nee, ich denke mir nicht, ich war letztes Jahr 4 Tage war ich ja in Barcelona mit Alex, okay, wir haben teilweise versucht, auf die Ernährung zu achten und wir haben auch ein bisschen Sport gemacht, aber ich habe jeden Tag was getrunken, aber es waren 4 Tage, kurz weg, wieder zurück. Aber wenn ich 4 Wochen in Portugal bin, teilweise, gerade bei mir im Dörfchen, da gibt es kein Fitnessstudio, da gibt es nichts, außer Saufen und Fressen. Verstehst du? Und dann kommst du mir und das ist dann einfacher so. Da bildest du halt negative Gewohnheiten. Ja. Ich bin ja nicht umsonst da, als ich mit meinem Sport angefangen habe, irgendwie mit 6 Kilo mehr auf den Rippen zurückgekommen innerhalb von 5 Wochen, sag ich schon. Okay, Wochen. Dann nehme ich das zurück, dann gut, dann ist es halt so. Das war so abschließend, brutal. Abschließend. Ganz kurz, das war so brutal in den ein Jahr. Ich glaube, ich habe in den ersten 3 Tagen bei meiner Tante, die im Land lebt, das ist zwar eine Kleinstadt, aber ich habe in den ersten 3 Tagen, die wir da waren, ich glaube, ich habe 4-5 Kilo zugenommen. Also 4 bestimmt auch Wasser. Ne, aber ey, das war wie so ein Masten, ey, wie so ein Dickischwan. Rodrigo muss ein bisschen gemästet werden. So. Abschließend hätte ich gerne jetzt einmal von jedem von euch beiden einen Tipp für unsere Zuhörer, wie man entweder Gewohnheiten abstellt, aufbaut, integriert, was oder negative Gewohnheiten, irgendetwas, was euch zu Gewohnheiten, dem Oberbegriff Gewohnheiten einfällt, einmal als Tipp bitte raushauen. Kann negativ, positiv, was auch immer sein. Also ich würde gerne eine kleine Anleitung geben. Mach das. Schritt 1 ist, mach dir erstmal bewusst, welche Gewohnheiten habe ich. Also wirklich mal aktiv drüber nachdenken, was mache ich wirklich jeden Tag, wo ich nicht drüber nachdenken muss eigentlich. Und dann kannst du negative und positive Gewohnheiten aufschreiben. Und wenn du ziemlich viele negative Gewohnheiten hast, ist der erste Schritt schon mal richtig, dass du sie dir bewusst machst. Weil dann kannst du erst darauf achten, dass du sie vielleicht verhinderst. Und ab dem Moment wirst du jedes Mal, wenn du diese negative Sache machst, wirst du dich daran erinnern, fuck, die wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Und in dem Moment wirst du sie dann vielleicht das erste Mal sein lassen, vielleicht nicht jedes Mal sein lassen, aber weniger machen und dann Schritt für Schritt quasi aufgeben. Und am besten ist es aber, wenn du sie nicht einfach nur aufgibst, sondern gegen eine positive ersetzt, weil dann entsteht nicht so eine Leere. Zum Beispiel, das ist ja wieder die Gewohnheit. Das ist ja genau richtig. Ja, aber guck mal, weil wenn du sie einfach, wenn du angenommen wirst, du isst jeden Tag einen Schokoriegel, dann hör nicht einfach auf, einen Schokoriegel zu essen, weil dann entsteht eine Leere, sondern ersetzt das erstmal durch einen Apfel. Oder ganz wichtig am Anfang, ist vielleicht erstmal nur den halben Schokoriegel. Ja, oder du fängst so an, isst erstmal einen halben Schokoriegel und irgendwann steigst du dann auf den Apfel um und schon hast du aus einer negativen eine positive. Ich würde darauf jetzt nicht antworten, sonst hast du Gewohnheit gleich keinen. Sonst hast du gleich keinen. Ja, aber er sagt dir alles schon vorweg, das ist ja das Problem. Ja, siehst du, das ist meine Vermutung, die ich hatte. Weißt aber deswegen habe ich angefangen, weil sonst sagt er alles und ich weiß nichts. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Ich sage dir erstmal, jetzt nur das Einzige, was ich noch hinzufügen würde. Ihr seid ja 2 Füchse, ey, ne? Aber es ist ja Gewohnheit hier durchbringen. Er hat doch vorhin schon eigentlich indirekt schon eine Menge gesagt. Also mit kleinen Schritten versuchen,
Also ich würde sagen erstmal, was möchtest du erreichen? Ändern dich deine Gewohnheiten daran, dein Ziel, also dein ist einfach Ziel zu erreichen, die Gewohnheiten, die du jetzt hast, das dir bewusst zu machen, wie er es gesagt hat, die positiven, was mache ich schon dafür, was mache ich dagegen, unbewusst durch die Gewohnheit und versuchen daran zu arbeiten, Tag für Tag sich zu verbessern, nicht von heute auf morgen sagen, ich esse keinen Schokoriegel mehr, wenn es jetzt ums Abnehmen geht, sondern zu sagen, gut, ich esse vielleicht diesen Schokoriegel, aber ich kann zum Beispiel auf diesen 300 Gramm Reis verzichten oder was weiß ich, dann esse ich vielleicht nur noch einen halben Schokoriegel und dass ich dann da keine Einschränkungen und da so bilden sich auch schon diese Gewohnheitsmechanismen. Ja. Mechanismen, ne? Okay. Und dass man halt jeden Tag versucht, einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und dann ist noch ganz, ganz wichtig, dass du wirklich diese 66 Tage oder wie viele es auch immer sein mögen, dass du die durchhältst und dass du nicht nach 2 Wochen schon wieder schleifen lässt, weil dann wirst du es nicht geändert kriegen. Klar. Halt einfach durch, denk immer schön an die Metapher mit dem Stein, den du den Berg raufrollst. Mhm. Und wenn du es erstmal bis zum Gipfel geschafft hast, dann geht es eigentlich von alleine wieder runter. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Mir fällt sogar jetzt noch eine Gewohnheit, die ich mir aufgebaut habe. Das müssen wir nicht mehr nennen. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein, Leute. Ciao.